ist die Innenleiterin von der Rayona City. Sie ist ein Model. Ich will sie so gerne mal über den Lauf stecken, dann willst du nicht. Ist langweilig. Zu Mainstream. Ich möchte gerne nach Ferula, aber ich finde irgendwie die Weichenstation nicht. Was ist Ferula? Gummibärchen. Ich folge einfach dem blinkenden Daumen. Wir haben Donnerstein gefunden und wir haben gar kein Pokémon dazu, dass wir das entwickeln wollen. Naja. Backpacker. Für 3 Kämpfer und 3 Umkämpfer braucht man jeweils 3 Pokémon. Tja, was soll. Also, ich habe leider erst 2 Pokémon an meiner Seite. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt auf so einen Trainer treffe und das Pech oder was? Ups. Wie man es dreht und wendet, du bist definitiv ein Trainer, aber hier ins Haus der Prüfung kommen nur die Stärksten der Starken. Wenn es dir gelingt, den Champ zu besiegen, bist du hier richtig. Dann bist du herzlich eingeladen und bekommst Zugang zum Haus der Prüfungen. Gut, dann nicht. Leck mich doch. Puh. Im Inneren von Höhlen etwas Neues. Und genau, also wenn da so Staubwolken sind, dann kann man halt Sachen finden, wie diese Popo-Stücke und ich glaube auch irgendwie Evolutionssteine und halt Pokémon. Ja, und die Stinks kann man halt eintauschen gegen Attacken. Auf Route 5 bin ich ihm begegnet, meinem Pikachu. Es war Schicksal. Ich werde hart arbeiten, damit es zum Gefeiten... Oh, wieder zurückgestört. Ja, leck mich. Nicht. Diese Edition macht dann echt seelisch Schwert, ich hatte schon mal erwähnt. So, aber sie ist schön. Auch wenn sie viel Schnickschnack hat, den eh kein Schwein wirklich nutzen wird am Ende wahrscheinlich. Besonders hier in Deutschland lässt sich einiges halt nicht umsetzen. Hier kann man nicht durch die Gegend laufen mit einem DS. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man da Leute trifft, die einem halt, ne? Geil sind sie ja. Shoppen. So, ich will auch die ganze Zeit schon eine Aufnahmepause machen, ne? Müsste ich auch mal. So. Kaufen. Superbälle möchte ich nochmal wieder ein paar haben. 7 Stück. Okay. Dann Supertrank. Einer reicht erstmal. Dann Hypertrank. Gucken wir mal 4. Wie viel Geld haben wir da noch? Das passt schon. Beleber, kaufen wir mal 5. Gegengift, Paralauf, Weckerfeuer, Schutz und Superschutz. Gut, im Moment nicht. Danke. Ah, ich habe bestimmt noch was ich gleich verkaufen könnte. Donnerwelle. Giroball, Lichtschirm. Ich glaube, in unserem Team sind wir alle zu stark. Zu schnell. Kann man die hier verkaufen? Ja, gut. Kann man das verkaufen? Oh, 100, das muss ich gar nicht. Steinknochen. Cool. Kaufen wir. Die heben wir mal auf Sternenschaub. Kaufen wir mal. Donnerstein lassen wir mal. Attacken können wir ja leider nicht loswerden. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier waren nur noch Dinge, die ich ablegen wollte. Gut. Lege ich die mal ab. Geht das überhaupt noch in dieser Edition? Weiß ich grad gar nicht. Na toll, kann man nicht. Ich wusste es doch, da war so ein Sachen an der Haken. Haken an der Sache. Haken an der Sache. Sache an der Haken. Haken, Sache, Sache. Was ist das denn hier? Kampfmetro. Wer bist du denn? Du kennst doch die Weichenstation, oder? In der U-Bahn dort kann man nach Kerzenstoß-Pokémon-Camp austragen. Als ich dort meine Kräfte messen wollte, waren da doch tatsächlich auf einmal die Metromeister. Ist das nicht der Wahnsinn? Das sind die stärksten Trainer der gesamten Weichenstation. Und das Beste ist, sie sind immer für einen Kampf 2 gegen 2 bereit. So eine Gelegenheit bietet sich nicht oft. Trittst du mit mir zusammen? Ja, okay. Ach ja, ich heiße übrigens Toni. 2 Pokémon-Begeisterte wie wir werden sich an sie sehr schlagkräftiges Du abgeben. In diesem Sinne, auf in den Kampf. An einem Ort wie diesem Pokémon-Kämpfer austragen mag ungewöhnlich sein, aber wie es scheint, will es das Schicksal eben so. Immerhin eröffnet einem das ganze neue Perspektiven und lernen kann man dabei auch noch was. Also, hier, wenn du noch etwas hinzufügen möchtest, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Okay, hier, hör. Betriebsregeln beachten, als sicher durch den Verkehr bringen. Das Ziel ist der Sieg. Wir warten jetzt, wir werden jetzt. Ach, wir fahren jetzt so. Ach, sorry, ich muss auch noch eine Pause machen. Ihr seid unheimlich.
Wie heißt der? Ich habe das schon wieder vergessen. Him und Her. Was? Ist das eine dann eine Frau? Mumu. Ich nehme das, Strepoli. Strioden-Pokémon da. Okay, ich nehme alle. gut. Verkuckelt. Also das ist ja quasi das Gegenstück zu uns. Der Herr, ich weiß nicht, ob der sein Pokémon anpasst. Also wenn wir jetzt stattdessen Verkuckelt genommen hätte, ob er dann Serpifu genommen hätte oder so. Ich weiß nicht, ob der immer gegen uns oder ob der immer das Fleckknoll hat. Das Verkuckelt. Das läuft gerade ein bisschen doof, ne? Nehmen wir Herzstempel. Ja, ja. Nicht so an, ist cool, ja. Kampfschwein. Strepoli. Praktikali, Strepoli und Tagebaumarkt. Nein, ich glaube, es hieß nicht so. Es hieß, glaube ich, so ähnlich. So. Him und Her. Bravo, damit demonstriert ihr, was für ein fantastischer Trainer ihr seid. Ja. Ich bin Her. Him und ich, wir haben verloren. Ist jetzt ein Mädchen? Hat die Brüste? Ich will eine Aufnahmepause eigentlich machen. Irgendwie wird daraus nichts. Bravo, hier und eure Pokémon. Ihr bildet einfach einen Stand und warum ist gespannt. Ich heiße Her. Ich habe zwar gegen dein Team verloren, mich aber dennoch prächtig amüsiert. Kommt doch ruhig mal wieder vorbei. Ihr müsst unbedingt und auf jeden Fall beim nächsten Mal mit der U-Bahn fahren und dort gegen uns kämpfen. In diesem Sinne, alles ansteigen und Türen schließen, der Zug fährt ab. Wann sind die stark? Sind eben nicht umsonst die Metromeister. Ich werde definitiv weiter trainieren und irgendwann noch einmal gegen sie kämpfen. Und dann sollen die sich auch nicht mehr so zurückhalten. Hat Spaß gemacht, Juna. Hier, das ist für dich als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich glaube, die weibliche Protagonistin, die heißt, glaube ich, Rosi. Ja, damit können wir halt Kämpfe aufzeichnen. Tschüss. Leck mich. Ich will hier weg. Kampfmetro, einsteigen und kämpfen. Die Stadt, wo es blitzt und blinkt. Tut das irgendwie nicht mittlerweile jede Stadt in diesem Spiel? Weil ich so brav war, durfte ich heute wieder in den Vergnügungspark und diesmal sogar Grillmarkt mitnehmen. Immerhin dachte man, fährt, rauscht man mit dem Affenzahn hin und her, auf und ab. Ist fast so, als setzt man die Attacke ruckzuckieb ein. Oder weißt du, wie sich ruckzuckieb anfühlt? Ja. Oh nee, hier sind so viele. Ich wollte nur wissen, was in der Richtung liegt. Musiktheater. Dekoartikel, Musik, Tanz. Oh je. Ein gutes Zusammenspiel mit den Punkten ist das auch um Sport. Geht zum Sportstadion, zum Sportstadion, siehst du, was ich meine. Ja, genau. Also hier kann man, glaube ich, drin trainieren und da kann man drin trainieren und ja. Oh, wie so ein Clown. Naja, sicherlich kann man seine Pokémon so gut wie bald trainieren lassen. Ja, ich merke das schon. Kann man da rein? Ja, ist eine Tür. Gut, das machen wir jetzt noch schnell. Mülleimer ist leer. Wie immer. Sauerei. Hier in den Pokémon leuchten angeblich hell auf, wenn sie aus dem hohen Gras oder dergleichen hervorspringen. Komm her. Ein schillerndes Pokémon. Da fehlt mir doch jede Worte. Ein was? Das da, ne? Keine Ahnung. Wenn ein Pokémon, das dir sehr ins Herz gewachsen ist, sich entwickelt, beeinflusst das noch lange nicht seine Bindung zu dir. Du und dein Fleckner zum Beispiel. Ihr scheint auf einer Wellenlänge zu liegen. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Und wenn ich dir jetzt, Jojo zeige, sagst du doch was anderes? Ich muss immer wieder heilen gehen. Nee, sie sagt das Gleiche. Bleib stehen! Ich finde, Real City strahlt beinahe so hell wie die Sonne. Ja, die Sonne. Passend dazu solltest du jetzt von mir das hier bekommen. Sonnenstein. Nur diese Flachwitze hier. Ein Sonnenstein ist bei bestimmten Pokémon Entwicklung aus. Ich habe meinen Baumwoll gegeben. Naja. Irgendwie in Ordnung, die sich mit Pokémon entwickeln können. Bei manchen setzt die Entwicklung ein, nachdem sie ein Level aufgestiegen sind und wenn man ihnen bestimmte Items zum Tragen gibt. Andere wiederum entwickeln sich per Tauschvorgang.
Professor Escher kann dir alles sicher da ganz genau erklären. Wir haben die noch nie angerufen, ne? Die hier so mal. Es sind Leute gegeben, denen von Team Plasma ihr Pokémon gestohlen wurde und da es bis jetzt noch nicht wiedergefunden haben. Ja, was für ein Deutscher. Mein Fehler. Ach ja. Vor einigen Jahren noch habe ich mich in keine City nicht mehr zu Hause gefühlt, aber mittlerweile ist mir alles zu laut und zu grell geworden. Ob ich lieber aufs Land ziehen sollte, das würde mein Pokémon gewiss auch sehr gut tun. Ja, bestimmt, ich sag's dir. Der Wunderwerfer lädt sich im Kampf Stück für Stück auf und ermöglicht so einen Einsatz diverser Items. Bestreite mit einem Freund dort Lord Dutton im Kampf aus, so kannst du über die Kampfregeln mittels Wunderwerfer-Items zum Einsatz bringen. Ist mir. Ich kann ja, spiel das eh nicht online. Wenn dir der Sinn nach Tennis oder Basketball steht, dann begib dich doch einmal zur Sporthalle. Basketball eher. Schon gewusst, im Sportstudium werden regelmäßig zu festgelegten Zeiten Basketball- und Footballbegegnungen ausgetragen. Ja, dann sag mir mal die Zeiten. Na, also was? Sieh mal einer, ja? Dein Tellback scheint sich ja richtig ganz am. Das ist grün. Da habe ich doch gerade etwas für dich. Sanft, locker. Gib eine Pokémon. Das ist ja zu toll hier. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Weil jeder von denen hat so was, was man halt, ne? Gut, passt irgendwie. Boah, dann haben wir soweit alles. Dann gehe ich jetzt die Nummer heilen und dann werde ich auch jetzt wirklich eine Aufnahmepause machen. Auch wenn ich irgendwie noch Lust habe, aber ich kriege schon Halsschmerzen. Und ich muss das ja auch alles rendern und das Problem ist dann auch, ich weiß nicht, ob Camtasia dann vielleicht dann doch gleich sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr und dann ist die Aufnahme weg oder so. Wäre natürlich ärgerlich. Gott bewahre, mal ein wenig den Teufel an die Wand. Oh, wir können ja noch den Medaillenmeister hier und so ein paar Medaillen abgeben. Stützräder, wegen Fahrrad wahrscheinlich, ne? Pokémon Center Fan hatten wir schon. Aufkeimende Hoffnung, keine Ahnung, für was die sein soll. Spitzennamenkönig, achso, wahrscheinlich deswegen, weil wir die ganze Zeit Spitznamen geben. Spendierhose? Warum das denn? Wen haben wir denn shoppen vielleicht? Als Kampfschüler, weil ich mit ihm kämpfe. Fehlgriff? Keine Ahnung. Actionheld. Es wäre toll, wenn du noch mehr Medaillen sammeln könntest. Hier nimm noch ein paar mehr. Wir haben doch schon 1000. Boah, wir können da ja mal reingucken. Alles Jux und Dollerei. Wo ist denn diese komische Medaillenbox da? Das sind Tippmedaillen. Ja, gut. Pedant, du bist ein neues und super. Und vorher mal du. Hast du sogar auf einmal, obwohl du weißt, dass die leer sind. Ich wusste nicht, dass es dafür ein Dings gibt. Du hast deine ersten verborgenen Items gefunden. Tippmedaille. Okay, das sind Tipps. Du hast 5000 Schritte in einer zurückgelegt. Naja. Pedant. Verborgenes Item. Tippsmedaillen, ja. Du hast 10.000 Schritte, du hast fürsorglich und hast deine Pokémon viele Mal im Pokémon Center heilen lassen. Du bist zum ersten Mal aufs Fahrrad gestiegen. In deinem Team hat sich zum ersten Mal ein Pokémon weiterentwickelt. Du hast dir viele Spitznamen ausgedacht. Du hast 10.000 Pokédollar für Einkäufe ausgegeben. Spiel die Hosen, naja gut. Du hast in 100 Kämpfen jugendlichen Mut bewiesen. Deinen Ansatz einer wirksamen Attacke tust du mit einem schelmischen Lächeln ab. Achso, weil ich angefangen habe. Sonst noch was? Nee, ne? Nur noch Tippsmedaillen. Ah, da oben so eine rote. Du hast ein Pokéwort dein Debüt. Achso, ja. Speichere regelmäßig dein Spiel gut. Können wir ja mal aus 6 Dollar machen. Schärfe deine Instinkte im Linkkampf. Das können wir nicht machen. Tausche verschiedene können wir auch nicht. Das können wir auch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich jeweils irgendwie was finden. Wahrscheinlich einmal im raschelnden Gras, einmal in der Staubwolke und im Schatten, da im Wasser. Freundesgut können wir auch nicht austauschen. Harmonietest? Keine Ahnung, wie das gemeint ist. Achso, wahrscheinlich auch alles wieder mehr online, ne? Ja. Ja, kann man nicht.
Genau, Mentoling-Dings, da kannst du, glaube ich, dann den Speicherstand von der ersten Edition, ersten Schwarz und Weiß, dann rüberladen. Dann kannst du zum Beispiel nochmal bestimmte Situationen freischalten. Oder die Frequenzen aus der Vergangenheit oder zwischen den 2 Jahren angucken, was halt jetzt in den 2 Jahren in der Pokémon-Welt passiert ist. So Dinge irgendwie. Müsst ihr euch nochmal googeln, ich kann es auch mal unten den Link tun. Schau dir die Schilder mit Tipps für Trainer an. Ja, okay, das können wir nochmal ein bisschen machen. Das kriegen wir hin. Können wir auch mal machen. Das ergibt sich automatisch. Gucken wir doch sowieso regelmäßig. Okay. Okay. Ja, können wir machen, wenn wir fliegen können oder so. Keine Ahnung, wie das genau gemeint ist. Okay, das können wir auch hin. Naja, gut, dann lassen wir das mal. Das dauert nicht so lange. Aber ne, ein paar Dinge ergeben sich automatisch, außer die Online-Sachen. Die können wir natürlich nicht machen. Gut, in diesem Sinne, nächstes Mal werden wir uns dann dem Musical House widmen und den beiden Sportarenen. Dann den Freizeitpark mit der Arena-Leiterin, die ja Model sein soll. Die sah vor 2 Jahren schon fast aus wie ein Model. Naja, gut. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und have a nice day, meine Lieben. Winke, winke. Tschüss.